liebe Serviasten. Hallo. Wir sind's wieder, die Lästerschwestern. Das ist meine Schwester Sonja. Und das ist meine Schwester Melanie. Wir reden heute über eine Serie, die natürlich auch nicht mehr on the air ist. Ja, vielleicht in Wiederholung. Aber Kult. Kult. Ellie McBeal. Genau. Also einer unserer wirklich absoluten... Ja, doch, eine der Favoriten. Kann man sagen. Ja. Also ich muss sagen, als Ellie McBeal im Fernsehen lief, das lief immer dienstags abends, auch pro 7 wenn ich mich nicht mehr total täusche, war das wirklich so ein Tag, da konnte man mich nicht anrufen, weil Ellie McBeal war heilig. Also so sehr habe ich diese Serie vergöttert und trotzdem... War ein Must-See immer jede Woche. Ist ein Must-See, definitiv. Und ich meine, ich habe sie tatsächlich auch mal auf Deutsch gesehen, was ja für mich, was Außergewöhnliches ist, ja. Also deswegen meine, weiß ich auch, meine Early-Serien-Years, wo es noch nicht so viele DVDs und so gab und VHS auch Englisch ein bisschen rar waren. Aber Ellie McBeal, deswegen weiß ich auch das Gummibärchen und so, ne. Aber ja. Ehrlich gesagt habe ich die Serie auch noch nicht wirklich auf Englisch gesehen. Ich müsste auch nicht. Ich habe zwar die DVDs zu Hause, ich müsste mal irgendwann mal wieder eine Ellie McBeal Session machen. Aber worüber wir heute reden wollen, sind zwei Sachen, die uns bei Ellie McBeal ein bisschen bitter aufgestoßen sind. Bitter aufgestoßen sind, wirklich. So, aber ich glaube, das sind wir nicht alleine. Ich glaube, alle Fans sind da so, stören sich wahrscheinlich. Also genau, die ersten zwei Staffeln waren großartig von Ellie McBeal. Ja. Das konnte man natürlich nicht konsequent durchhalten. Ja. Vielleicht die dritte Staffel auch noch ganz gut. Ab wann wurde Billy blond? War das die vierte Staffel? Oh, das weiß ich nicht. Ich glaube ja ziemlich, aber ziemlich zum Ende hin. Also ich glaube, es gab ja fünf Staffeln. Ja. Also ich glaube, als Billy blond wurde, da hatte die Serie einige Probleme. Ja. Also das war so mit diesem, warum wird Billy jetzt blond? Warum wird der so blöd? Ich meine, man hat ja die ganze Zeit... Das Macho-Typ, das war er überhaupt nie war, weil er immer so ein bisschen der Frauenversteher und sensibel und so. Und plötzlich ist er voll der eklige Macho-Typ. Und wobei, Entschuldigung, du kannst halt nicht eine Figur so krass verändern, die so wichtig ist in der Serie. Ja, aber es wird ja erklärt. Also ja, es wird erklärt, aber dann hinterher die Erklärung, was sie dann hinterher aus Billy gemacht haben, nur weil sie vielleicht den Schauspieler loswerden wollten, war dann doch sehr lieblos. Ja. Weil Billy stirbt an einem Gehirntumor. Also das ist ja der Grund, warum das alles, warum er sich so verändert, der Gehirntumor. Aber nichtsdestotrotz, na gut, so medizinisch merkwürdige Sachen hatte Ellie McBeal schon immer. Stimmt. Aber dass sie das mit Billy machen, ich meine, Billy und Ellie und Billy, das waren halt, also ich meine, wir haben alle gehofft, dass irgendwann mal, ne, die zwei, die sich am Hintern gerochen haben, irgendwann mal doch wieder zusammenkommen. Und also mir hat das so aufgestoßen, weil ich habe die ganze Zeit gedacht, was machen sie mit meinem Billy? Das kann doch nicht sein, dass sie meinen Billy so verschandeln. Also davon abgesehen, dass man natürlich auch andere Leute mochte, aber es war halt einfach immer so vordergründig und die zwei gehören zusammen und dann auf einmal ist er so Aber okay, es wurde erklärt, damit kann ich arbeiten. Und ich finde, es hat auch Sinn ergeben, also zum Schluss. Also am Anfang haben wir uns alle gewundert, was soll jetzt der Mist, ja, und weil es wurde ja nicht sofort erklärt, dass irgendwas mit ihm nicht stimmt, sondern es ist einfach nur, dass man denkt, okay, vielleicht hat er Bock mehr auf Frauen oder so und will jetzt auf einmal genau das Gegenteil sein, er war früher immer sensibel und nett und so und jetzt will er so wie jetzt das Arschloch raushängen lassen. Ja, ne? Kann schon sein. Aber gut, es wurde erklärt. Und uns wurde Robert Downey Jr. gebracht, was ja auch ganz gut wirklich, war. Wirklich gut war an der Serie. Genau. Nicht geschadet. Aber das gar nicht ging. Was wirklich ich den Schreiberlingen niemals verzeihen werde, weil das meine Serie so kaputt gemacht hat, war, und Entschuldigung, weil ich mag Hayden Panettiere, aber was sollte die Kacke mit der Tochter? Ich weiß nicht, vielleicht haben sie gedacht, wenn sie schon keinen Mann, mit dem richtigen Mann abgibt, vielleicht geben sie ihr Mann ein Kind oder so. Ja, aber es ist ja nicht so wie ein Mann, der mal einfach mal so ein Kind zeugen kann, sondern da muss man... Aber ich glaube, das war ja der Gag an der Serie. Also, ne, also normalerweise kennt man das von Männern, die irgendwelche ihr Sperma spenden irgendwie. Und sie hat natürlich... Sie eine Eizelle gespendet. Nicht nur eine, mehrere, wie auch immer. Was ja bei einer Frau überhaupt kein schwieriger Eingriff wäre und nicht Schmerzen hat. Das macht man so nebenbei, weil man war ja jung und brauchte Geld und so. Und da habe ich nur gedacht, ich meine, die war natürlich sehr gut gecastet, weil Hayden Panettiere als Kind, vielleicht erinnert ihr euch noch, die sah auch außerdem Calista Flockhart echt ähnlich. Die hat diese zarten Gesichtszüge und so. War schon ganz süß. Also, aber ich habe da echt so gekotzt und habe nur gedacht, ich meine, es war ein bisschen wie so ein kleiner Buffy-Moment, als auf einmal die Schwester da war und ich mich die ganze Zeit gefragt habe, habe ich in der Serie was verpasst? Buffy aber hatte das war beabsichtigt. Das war beabsichtigt. Das fand ich auch noch cool. Ja. Aber es war bei Ellie McBeal so ein Moment, wo ich dachte, okay, also so ein bisschen
über alles hinaus. Ich glaube, das war der Moment wahrscheinlich, wo die Autoren sich überlegt haben, was können wir noch machen, um die Serie zu retten? Nein, ich glaube nicht, dass die Serie musste nicht gerettet werden. Nein, gerettet werden. Also meiner Meinung nicht. Aber ich glaube, die Autoren sind irgendwann zu einem Punkt gekommen, wo sie dann gesagt haben, wir geben Ellie, weil Ellie sucht ja immer nach dem perfekten Mann, ne? Also ihren Traummann. Und findet ihn irgendwie. Ja, jeder Mann irgendwie stellt sich heraus, der ist es ja. Aber er hat nicht besser gefunden, und dann wenn er schwanger gemacht hätte. Ja, nein, dann würde sie ja... Mal wieder um. Und wir überziehen mal wieder. Ja. Aber ich glaube, Ellie und schwanger, das passt nicht. Also hätte ihre... Ja, aber die magersüchtige Kalista Flockhart hat nicht gerne dicke Stimme hätte. Ich glaube, das ist ein Problem gewesen. Und nicht nur für Ellie, sondern wirklich auch für die Kalista. Weil da ja zum Schluss mal, wie machen wir sie zur Mutter, ohne dass sie schwanger zu machen, machen ja. müssen. Ja, aber hey, das ist doch super, wenn alle jeder so Mutter werden könnte. Ich muss sagen, ich glaube, auf die Schwangerschaft kann man auch ein Ei spenden. Ja, also ein bisschen einfach haben sich da die Autoren gemacht. Schade. Ja, aber ich muss sagen, das Ende fand ich echt nicht schlecht, dass sie im Grunde ihr den Mann nicht gegeben haben, sondern ihre perfekte Situation war halt, eben ein Kind zu haben und nicht unbedingt den perfekten Mann. Und ich glaube, aber die war nicht sehr gut gelöst, die Art, wie man ihr das Kind gegeben hat. Man hätte Kalista Flockhart auch gerne mit Mami und Babybauch gesehen, auch wenn er fake gewesen wäre. Ja. Na? Aber gut, oder man ein Kind adoptiert. Alles aber hätte ich aber rausgestellt, von wem? Ne? Ja, gut. Also, weil wir alle uns einig waren, irgendwie war nicht alle, vielleicht zum Schluss Jon Bon Jovi, wäre vielleicht noch der Perfekteste gewesen, aber den wollte sie auch nicht. Billy. Also von daher, aber Billy haben sie ja blond gemacht. Billy haben sie am Tumor gesagt. Von daher, der war ja tot. Ja. Schade. Ja. Na, es war nicht das perfekte Ende. Nee. Also irgendwie, da sind sie über... Die Serie ging ja so, dass sie dann weggegangen ist. Ja, ne? Also da sind die Autoren leider ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, haben eine fast aber perfekte Serie nicht perfekt enden lassen. Stimmt. Und ansonsten aber für euch alle, die ihr auf... eigentlich was ein bisschen eine Frauenserie, aber auch charmant, wobei auch Männer teilweise über drüber lachen können. Ja, ja. Also Ellie McBeal, eine Serie, die wir definitiv empfehlen können. Ja. Wenn man über diese Sachen hinweg sieht. Oder so. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns nächsten Monat. Wir sehen uns im März. Tschüss.